Anscheinend komme ich zu der Ehre wegen ein paar hastig hingeworfener Bemerkungen in einer Serie von Buchrezensionen in einer einigermaßen interessanten englischsprachigen Zeitschrift, die Historical Materialism heißt. Andererseits ist das gar nicht eigentlich mein Metier, mit dem ich normalerweise mich abgebe. It's funny about that. Ich bin zu dieser Geschichte eigentlich nur gekommen durch eine Urlaubsbegegnung. Ich habe also mal einen sehr angenehmen Urlaub in Mexiko verbracht und bei dieser Gelegenheit John kennengelernt, weil ich meinen alten Kumpel Lars in Puebla besucht habe, wo er zu der Zeit studiert hat. Und fand also, dass John ein außerordentlich liebenswürdiger Mensch ist. Charmant, geistreich, bon vivant, trinkfest. Und außerdem Seminare über die negative Dialektik abgehalten hat. Das fand ich auch gut. Im Zusammenhang mit den anderen positiven Eigenschaften. Ich hatte das besondere Vergnügen, an ein paar Seminaren teilzunehmen, was also einer der Höhepunkte meines Mexiko-Urlaubs gewesen ist. Unter anderem war da zufällig auch gerade Werner Bonnefeld, auch zufälligerweise auch gerade im Urlaub da. Also, um seine Urlaubskasse aufzubessern, da was über die Startableitungsdebatte abgeleitet. Und der kam da richtig ins Schwitzen. Also das war ziemlich gut. Also die Studierenden an Johns Seminar, die haben also eine außerordentliche Ausdauer im Diskutieren. Also die sitzen da 4-5 Stunden und diskutieren die Startableitungsdebatte. Werner ist also fast gestorben unter Nikotin, Wasser und anderem Entzug. Ich fand also die Atmosphäre, wie die da arbeiten, ganz außerordentlich beeindruckend und völlig anders als irgendetwas, was ich an irgendeiner Universität in Großbritannien oder in Deutschland gesehen habe. Also ich denke, das war wahrscheinlich der Grund, warum ich dann dazu gekommen bin, Johns Buch erstens mal überhaupt zu lesen und dann auch eine Review davon zu schreiben, und ich lese dann hier dann auch veröffentlicht worden. Die andere Seite des, wie das dazu kam, ist natürlich, dass für mich wie auch für Lars, ich denke, wir haben in Johns Arbeit und der Arbeit von anderen in seinem Seminar natürlich eine gewisse Gemeinsamkeit gesehen zu Einflüssen, die unser Denken geprägt haben. Und das sind eben diese beiden Elemente der kritischen Theorie und der autonomistischen neuen Lesart der Marxischen Theorie. Das sind also zwei Elemente, die für viele schwer vereinbar scheinen. Witzigerweise gab es eine Rezension von diesem Band von Rezensionen von irgendeinem Typ in Österreich, der fand das total witzig, also der fand sich also tierisch amüsiert darüber, dass die Position, die ich in der Buchkritik umrissen habe, sei ein autonomer Adornismus. Das fand er also super witzig, was es alles gibt. Ich glaube, der hat sogar wörtlich geschrieben, was es über dem Kanal nicht alles gibt. Das war also tierisch witzig. Aber das ist im Prinzip eine ganz gute Beschreibung, nehme ich an. Es ist also eine Art Zusammenfließen zweier Traditionen, wie Lars es in seinem historischen Abriss entfaltet hat, die
gewissermaßen eine in Nordengland oder in Schottland und Nordengland stattgefundene Zusammenlesen zweier durchaus unterschiedlicher Traditionen innerhalb des innerhalb der linken Tradition des Marxismus oder so. Ja, ich habe dann also von John so erst ein Manuskript für ein Buch bekommen, habe das gelesen, fand das ziemlich gut, habe das wahrscheinlich in erster Linie durch eine Art Adorno-Brille gelesen oder habe es daraufhin gelesen, wie es zusammenklingt mit, was ich halt in dem Buch gerne lesen wollte. Und dann, als ich das tatsächlich das Buch dann in Hand hatte, fiel mir fast das Essen aus dem Gesicht, weil es so aussieht auf Englisch. So eine, natürlich, John hatte keinen Einfluss auf die Covergestaltung, aber die Vermarktungsstrategie des Verlags ist wahrscheinlich, was sich da in der Gestaltung dieses Covers widerspiegelt. Es ist also wesentlich weniger, dass es sie dann eher doch wie kritische Theorie aus. Das sieht dann doch eher wie was ganz anderes aus. Wie auch immer. In den beiden grafischen Gestaltungen spiegelt sich auch bereits ein Teil der Spannung, die in dem Text auch liegt, schon wieder. Ich sollte vielleicht weniger mit dem Zeug. Und kurz, um die Diskussion einzuleiten, ein paar der Punkte zusammenfassen, die mir an dem Buch wichtig erscheinen und ein paar der Punkte, die mir problematisch erscheinen. Das ist natürlich selbst wiederum problematisch, weil mir eigentlich viel mehr Punkte wichtig und gut erscheinen, als Punkte, die mir problematisch erscheinen. Aber wenn man eine Kritik von einem Buch schreibt, dann beschäftigt man sich natürlich viel eher mit den kritischen Punkten. Das ist wahrscheinlich auch für die Diskussion der Fall. Ich lese vielleicht ganz kurz auf, welche Punkte ich mag oder warum ich das Buch oder warum ich Johns Position im Allgemeinen mag. In no particular order. Nur vorher mal kurz so aufgeschrieben. Eine der Hauptstärken, denke ich, dieser Position ist, dass sie revolutionär ist, in dem ganz bestimmten Sinne, dass sie sich gleichzeitig um eine Kritik von Staat, Gesellschaft und Individuum handelt. Gewissermaßen die drei Kernkategorien, mit denen wir unsere Welt zu beschreiben haben im Formulieren einer Kritik. Natürlich dieser hübsche Begriff der Staatableitungsdebatte hat im Wesentlichen darauf hingewiesen, dass der Begriff des Staates abgeleitet wird aus dem der Gesellschaft. Wobei für den Begriff der Gesellschaft natürlich die Produktionsweise zentral ist. Von der kritischen Theorieseite kommt hinzu zur Staatableitungsdebatte, wenn man so will, vielleicht die Individuumableitungsdebatte. Wobei man das Ganze dann durchaus zu einem Dreieck ergänzen könnte durch die Gesellschaftsableitungsdebatte aus den Kategorien Staat und Individuum. Also wir haben gewissermaßen ein Dreiecksverhältnis und eine Kritik, die revolutionär sein soll, muss alle drei Eckpunkte dieses Dreiecks gleichzeitig angreifen. Ich denke, das ist, dass Johns Kritik das tut. Das ist der erste Punkt. Ich denke, das ist wahrscheinlich der fundamentalste Punkt. Ein weiterer Punkt ist Johns Hinweis, dass die Ubiquity, wie hast du das übersetzt? Allgegenwart, oder? Die Allgegenwart, die Ubiquität, Allgegenwart des Kapitalverhältnisses auch die gleichzeitig die Schwäche des Kapitalverhältnisses ist. Ich denke, das ist ein entscheidender Punkt. Hinter dieser Vorstellung steht natürlich der Begriff der Totalität. Das ist eigentlich nur eine Umschreibung des Begriffs der Totalität, die natürlich nie total ist, sondern
da die Totalität oder da der Begriff der Totalität ein dynamischer ist, sie natürlich bereits in sich einschließt die Vorstellung der Überwindung und Aufhebung der Totalität. Eine dynamische Totalität, was fast eine Tautologie ist, weil der Begriff der Totalität zumindest in der Hegel-Marxischen Tradition eben genau das meint. Das heißt nicht Closure, das heißt nicht Schließung, sondern Widerspruch. Ich denke, das ist zentral für Johns Kategorie, wie auch Adornos oder natürlich auch einige andere Theoretiker in ähnlicher Tradition. Nächster wichtiger Punkt ist, dass John darauf hinweist, dass die Vorstellung, es gäbe eine Anti-Power, die gewissermaßen unschuldig sei. Also die Vorstellung der Unschuld der Antipower ist eine gefährliche Illusion. Das ist etwas, was John an mehreren Stellen klar sagt. Gleichzeitig gibt es natürlich Stellen, und das ist, wo die Kritik meines Erachtens ansetzen muss, wo er selbst hinter diese Position zurückfällt. Aber ich denke, es ist wichtig zu sagen, dass er erstmal diese Position formuliert, dann selbst aber wiederum dahinter zurückfällt, aber das passiert ja durchaus in den besten Familien. Der nächste Punkt, der mir wichtig erscheint, ist der Punkt, den er The Revolutionary Dilemma nennt, das Dilemma der Revolution. Wie übersetzt du das? Die Urgency, das Dilemma of the Urgency. Ja, das. Also das Dilemma der Dringlichkeit der Revolution, also der dringlichen Notwendigkeit, die sich aber nicht automatisch ergibt. Ja. Also das Dilemma besteht halt darin, dass je dringender die Revolution wird, desto unmöglicher wird sie auch. Das ist das Dilemma. Ich denke, genau dieselbe Denkfigur findet sich natürlich bei Adorno auf Schritt und Tritt. Das ist ein Problem, dass natürlich die dass sich natürlich darin ausdrückt, dass wir sehr gerne nach etwas Positivem suchen, und das sind auch, wenn man sich alle die Kritiken anguckt, die formuliert wurden von allen möglichen Leuten, der Hauptpunkt der Kritiker ist meistens, da ist ja gar nichts Positives, da ist ja so viel Negativität, wir wissen ja gar nicht, wo wir jetzt mal anfangen sollen mit dem Losschlagen. Das ist natürlich gewissermaßen verständlich, kommt von der Urgency, die Dringlichkeit der Revolution. Aber die Dringlichkeit ist so groß, eben weil gleichzeitig das Problem so groß ist. Und weil das Problem groß ist, ist natürlich auch die Unmöglichkeit der Revolution so groß. Oder sagen wir vielleicht die Schwierigkeit. Aber die sehr große Schwierigkeit, nicht nur einfach Schwierigkeit, es ist wirklich eine Schwierigkeit. Das ist das Dilemma. Gleichzeitig, wie schon angedeutet, da ist sozusagen abgeleitet, wenn man so will, aus dem Begriff der Totalität, die Gewissheit auf der anderen Seite, dass die Totalität niemals vollständig ist. Die Herrschaft ist verletzbar, also the vulnerability of domination. Und ich denke, dass John korrekt darauf hinweist, dass Marx' Theorie des Kapitalverhältnisses die einzige Theorie ist, die tatsächlich die Vulnerability von Herrschaft und Ausbeutung in den Mittelpunkt stellt. Also manche der Kritiker haben dem entgegengestellt, nein, das Kapital geht ja gerade darum, die Macht und die Großartigkeit des Kapitalverhältnisses darzustellen. Das ist natürlich oberflächlich so, aber der Kernpunkt, und ich denke, der Kernpunkt ist indeed die Frage der die Frage des, der Begriff des Werts und des Mehrwerts und der Aneignung des Mehrwerts, der im Kern das Wesen des Kapitals ausmacht, aus dem natürlich folgt die Abhängigkeit des Kapitals von den
die von denen der Mehrwert angeeignet wird. Das ist ein schlechtes Deutsch. Die, wie sagt man, die gewissen, also die ausgebeutet werden. Und die Notwendigkeit, den Mehrwert immer wieder anzueignen, bedeutet die Vulnerability des Kapitals. Und da, das ist in der Tat zentral, zentral für die marxische Theorie, und John weist darauf ganz korrekt hin. Des Weiteren die Vorstellung, wiederum ganz ähnlich wie bei Adorno, implizit bei Adorno natürlich, dass das Kapital Klassifikation und Identität auferlegt und dass die Partei und der Staat auch gesellschaftliche Formen sind, die eben genau das auch tun. Oder vielleicht könnte man sagen, dass das Kapital durch die sozialen oder durch die gesellschaftlichen Formen Partei und Staat eben genau das tut, Auferlegen von Klassifizierung oder wie hast du das übersetzt? Hast du Verklassung oder so? Klassifizierung. Nur Klassifizierung? Also die Herstellung von Klasse. Also bei im Englischen ist es vielleicht ein bisschen mehr mehr ambivalent noch. Also Klassifizierung im Deutschen klingt ja recht bürokratisch. Ja. Während es im Englischen noch mehr mitschwingt. Die Konstitution von Klasse ist eine Form der Klassifizierung. Das ist übrigens ein Gedanke, der mir das erste Mal in einem ganz anderen Zusammenhang begegnet ist, nämlich in einer frühen 70er Jahre feministischen, marxistischen Kritik, wo zum Beispiel die Kategorie der Frau als eine Klasse im Sinne von Klassifizierung dargestellt wurde. So zum Beispiel Colette Guillaume hat eine ganz ähnliche Gebrauch des Begriffs Klassifizierung und Klasse zu der Art und Weise, wie John das hier benutzt. So, da ist also eine gewisse Cheekiness, eine gewisse Spitzbübigkeit, ja. Wie also der Begriff der Klasse hier gewissermaßen so ambivalent auftaucht in Klassifikation und Klassenkonstitution als komplementäre Prozesse, die natürlich nicht wirklich genau dasselbe sind, aber die in jedem Fall eng verflochten sind, die fast dasselbe sind. Dann die Vorstellung, dass Humanity, also die Menschheit, Humanity is not yet, die Menschheit gibt es noch nicht, das ist, glaube ich, ein wichtiger Hinweis. Des Weiteren, wie Lars auch angedeutet hat, der Begriff der Krise, der Art und Weise, wie John den Begriff der Krise benutzt, ist, glaube ich, wichtig und sicherlich nicht einzigartig, aber die Art und Weise, wie er es macht, ist, glaube ich, in der korrekten Linie. Im Wesentlichen ist der Punkt hierbei, dass er auf eine Kontinuität zwischen Klassenkampf, Krise und Revolution hinweist. Krise ist verschärfter Klassenkampf, Revolution ist verschärfte Krise. Revolution ist also doppelt verschärfter Klassenkampf. Diese sind also nicht essentiell verschiedene Begriffe, sondern sie sind eigentlich wesentlich dasselbe, verschärft. Ja, das wären so ziemlich die positiven Punkte. Wir kommen dann also zur Debit-Side. Das Hauptproblem ist wahrscheinlich, oder der größte Schwachpunkt für mich ist, was er zu sagen hat im Zusammenhang mit der Idee des Barbaric Screams. Also der barbarische Schrei. Es gibt also hier die Vorstellung des Schreis, der also Opposition ausdrückt. Opposition zu was? Opposition
zum Bestehenden, Opposition zu verschiedenen Dingen, allem Möglichen, allem praktisch. Ich glaube auch die Zeitung da hat auf dem Cover auch so eine ähnliche Formulierung, dass sie so ziemlich gegen alles sind. Kritik alles Bestehenden. Ja, die Kritik alles Bestehenden, genau. John weist also darauf hin, dass dieser Schrei verschiedene Formen annimmt, sich die Haare grün färben, was durchaus etwas Schreiendes sein kann. Verschiedene Formen von Insubordination, langsam arbeiten und so weiter, also die ganze Palette, die man auch aus der autonomistischen Beschreibung von Klassenkämpfen kennt. Und dann gibt es aber, dann geht die eine oder andere Bemerkung, wo er darauf hinweist, dass der Schrei manchmal auch barbarisch sein kann. Und da scheint mir ein bisschen ein Problem zu liegen, weil da gibt es eine Formulierung, ich glaube nicht, dass ich das jetzt finde, wo er sagt, ich paraphrasiere immer so, dass der hohe Schrei also keine, nicht die Zeit hat, darauf zu warten, dass da also jetzt ein well-considered Schrei draus wird, also dass das verfeinert wird und praktisch so theoretisch angemessen formuliert wird, also, sondern dass gewissermaßen auch in einem barbarischen Schrei im Grunde genommen dieselbe positive Essenz liegt, die dann zu dem Schrei, der uns zum Kommunismus bringt, auch liegt. Und ich denke, da das wäre vielleicht näher zu diskutieren. Vielleicht finde ich die Stelle später. Das sollten wir also vielleicht in der Diskussion ansprechen, wie es sich mit barbarischen Schreien so, wie sich das verhält. Dann die Frage ist natürlich, und das ist auch in den verschiedenen Kritiken regelmäßig angesprochen worden, was ist denn die Grundlage des Schreis? Also der Schrei drückt Opposition aus, das heißt, wir sind nicht einverstanden mit irgendeinem bestimmten Umstand oder allen Umständen. Die Frage stellt sich, wie sind wir denn überhaupt in der Lage, nicht einverstanden zu sein? Also manche der Kritiker haben eingewandt, es muss also gewissermaßen schon eine Hoffnung oder ein positiver Entwurf gegeben sein, gegen den wir die Wirklichkeit als unzureichend messen können. Das stellt natürlich das Problem, dass gewissermaßen ein Begriff der Hoffnung quasi ontologisch angenommen werden müsste. Bei John ist das etwas anders formuliert, aber eigentlich nicht so anders. Also er bringt da den Begriff der Dignity, der Würde. Da stellt sich aber dasselbe Problem. Ich denke, dass der Schrei, so wie John das theoretisch darstellt, implizit eine auch gewissermaßen ontologischen Begriff der Würde voraussetzt. Er definiert diesen Begriff der Würde auch, nämlich als ich habe mir das irgendwo notiert. Die Affirmation of Power 2, also die Affirmation, Bestätigung der kreativen Macht, wie Lars das übersetzt. Und ich glaube, die genaue Formulierung an der Stelle, die mir jetzt im Sinn ist, da sagt er ausdrücklich, the affirmation of power to in all its various forms. Und ich denke, da ist dasselbe Problem auch wieder, da taucht dasselbe Problem auf,
sollen wirklich alle Formen von kreativer Macht oder Power to affirmiert werden? Ich denke eigentlich nicht unbedingt. Das scheint mir eine etwas mono, wie kann man sagen, so eine Art monistische, da scheint mir so ein monistisches, fast wie Negri Spinoza, so ein monistisches oder vielleicht fast ein vitalistisches Element drin zu stecken, dass diese Power to im Grunde genommen unproblematisch und positiv ist und befreit werden muss. Es gibt also durchaus in dem Text auch die Formulierung The liberation of power to and the liberation of power to in all its forms. Und ich denke eigentlich, dass es durchaus Formen von power to gibt, die besser nicht befreit werden sollten. Und dass es vielleicht ganz gut ist, dass manche Formen von power to in der Gesellschaft sublimiert werden. Man kann sich jetzt sogar streiten, ob sie unbedingt unterdrückt werden müssen, aber sublimiert. Also gewissermaßen wäre da der Begriff der Zivilisation vielleicht zu verteidigen gegen den Begriff eines uneingeschränkten Befreiens von Power to. Das wäre vielleicht auch zu diskutieren. Die Übersetzung von Power to mit kreativer Macht ist also, ich denke, das ist eine sehr gute Übersetzung, und auch die Übersetzung des Gegenbegriffs Power over als instrumentelle Macht ist sehr viel genauer als Johns eigene Wortwahl, aber ich denke, dass es den Kern der Sache ganz gut trifft. Die Frage ist aber in der Tat, ob es nicht eine Dialektik zwischen kreativer Macht und instrumenteller Macht gibt. Und das ist natürlich eine Frage, die in der Tat zentral ist für die kritische Theorie, wo es genau um diese Dialektik eigentlich auf Schritt und Tritt geht. Das wäre vielleicht auch zu diskutieren. Apropos kritische Theorie, bei Adorno ist der Platz, der bei John von der Würde eingenommen wird und bei einigen der trotzkistischen und anderen Assorted Critics von der Hoffnung eingenommen wird. Bei Adorno wird dieser Platz vom Leiden eingenommen. Persönlich neige ich eigentlich da eher dazu, weil Leiden ist vielleicht was Materielleres. Ich glaube, das ist genauer als der Begriff des Screams. Weil Leiden, glaube ich, weniger voraussetzt. Weil wahrscheinlich jede Kreatur Leiden erkennt. Ich denke, das ist ungefähr Adornos Position in dieser Frage. Und wenn wir das Leiden als Ausgangspunkt nehmen, kommen wir natürlich auch zum Scream. Aber vielleicht wäre das eine bessere, nach meiner Meinung wäre das besser als Würde. Oder einfacher. Ja, dann gibt es noch eine andere, auch eine verwandte Frage. Also die kritischen Punkte sind eigentlich alle derselbe Punkt in verschiedenen, das ist immer dasselbe Problem in verschiedenen Inkarnationen. Es gibt da eine Bemerkung, wo John sagt, dass Focusing on Use Value wäre auch schon eine Form von Insubordination. Also ich glaube, er nimmt da das Beispiel eines Lehrers, glaube ich, ne? Also ein Lehrer, der sich einfach Mühe gibt, ein guter Lehrer zu sein, also was anständiges Lehren auf den Tisch legt. Für die Kundschaft zahlt ja auch mit anständigem Geld, so, also muss man auch anständig was gegen. Dass das eine Form von Insubordination sein will, das ist irgendwie ein sympathischer Gedanke, aber ich glaube, dass da vielleicht auch drüber zu diskutieren wäre. Ich denke, dass eigentlich, wenn man die Darstellung im ersten Kapitel des Kapitals zugrunde legt, dann ist die Dualität von Use Value und Exchange Value, das ist die Warenform. Und man kann nicht dem Use Value entgegen dem Exchange Value eine positive Bonität zusprechen. Ich denke, dass das Problem ist gerade das Zusammenspiel oder die Einheit dieser beiden Begriffe.
Aber wie gesagt, das sind alles Sachen, die, all diese kritischen Anmerkungen zielen auf Stellen im Text, wo er im Prinzip hinter seine eigene Position zurückfällt, weil im Grunde genommen alle, weil es ziemlich gut möglich wäre, die gesamte Kritik an Johns Position mit Zitaten aus seinem eigenen Text zu konstruieren, weil er im Grunde genommen alle diese Sachen auch an einer anderen Stelle im Text selbst bringt. Also man kann im Prinzip zwei völlig entgegengesetzte John Holloways aus dem Text konstruieren durch Selective Quoting, wie man das halt auch so macht bei Buchbesprechungen. Was möglicherweise ein Teil auch des Reizes des Buchs ausmacht, aber auch ein Teil seiner Schwäche. The last point, der Begriff der Würde wird also an den Begriff der Power to oder der kreativen Macht gebunden. Der Begriff der kreativen Macht ist wiederum verweist auf den Begriff des Doers, Creators, also des Machers eigentlich. Wie würdest du das übersetzen? Des Tuenden. Also weil das Tuenden. Das ist natürlich. Ich denke, dass hinter dem Begriff der Würde, die also basiert in der Eigenschaft des Menschen, ein Tuender zu sein, ich denke, dass dahinter ein gutes Stück bürgerlicher Ideologie steckt, wo der Produzent im Zentrum des gesellschaftlichen Universums steht. Natürlich wenn die Würde des Menschen darin begründet liegt, dass der Mensch tut und tut und schafft und produziert, dann stellt sich die Frage, was denn mit einem unproduktiven Menschen oder jemandem, der nichts tut, geschieht. Also bei Adorno gibt es immer wieder Hinweise, dass bürgerliche Ideologie in diesem Kernstück so funktioniert wie der Vater, der dem Kind dass sein Kind daran erinnert, solange du deine Füße unter meinen Tisch stellst, tust du auch, was ich dir sage. Also das Problem der Kinder ist natürlich, dass sie keine Würde haben, weil die tun ja nichts. Jedenfalls nichts Produktives, nur Ärger. Also die Frage stellt sich dabei, ob sich die Würde wirklich in so einem Sinne an den Begriff der kreativen Power, kreativen Macht und des Schaffens anbinden lässt und ob das nicht durchaus zu Problemen führt. Ja, vielen Dank.